Seit 1974 gibt es in Köln die Trainerakademie des DOSB. In den vergangenen fast 40 Jahren haben etliche erfolgreiche Sportler und Trainer ihr Trainerdiplom hier gemacht. Darunter Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann, Harald Stein, Co-Trainer der Basketball-Nationalmannschaft oder auch Judo-Olympiasieger Frank Wienecke, der für den aktuellen Jahrgang verantwortlich ist und ihn betreut. Einer der nur 31 Studenten des 19. Diplomlehrgangs ist DBB-Rekordnationalspieler und U16-Co-Trainer der Jungen, Patrick Femerling, der über den DBB nach Köln kam. Ich habe mich für die Trainerlaufbahn interessiert und habe, nachdem ich meine Scheine gemacht habe, mich dann auch für dieses Studium interessiert. Und zusammen mit dem DBB haben wir das geschafft, dass ich hier reingekommen bin. Das muss man natürlich über den Verband auch machen. Da geht es nur über Empfehlungen. Und bin ich angenommen worden und jetzt freue ich mich, dass ich hier bin. Mit den anderen Studenten aus insgesamt 16 Sportarten drückt der 38-Jährige derzeit einmal monatlich die Schulbank. Insgesamt 3 Jahre lang, jeweils 4 Tage im Monat. Der Unterricht in Köln setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. In den ersten 16 Unterrichtswochen werden Grundlagen geschaffen, um die Skispringer, die Leichtathleten, die Kombinierer, Triathleten, kurz alle Sportler auf ein gemeinsames Level zu bringen. Dazu gehören? Ja, sie werden also übergreifend in vielen Gebieten unterrichtet, in Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Trainingswissenschaften, Sportmedizin. Es sind also viele Themen, die da unterrichtet werden, aber auch Spezialisierungsmodule wie zum Beispiel Höhentraining, Krafttraining, Coaching oder auch andere Sachen, Führung von Mannschaften. Also es ist sehr breit gefächert und es dauert insgesamt 3 Jahre, dieses Studium. In den letzten 16 Monaten stehen dann sportartspezifische Veranstaltungen und Kurse auf dem Programm. Zusätzlich zur Ausbildung an der Trainerakademie sind die Studenten verpflichtet, weitere 240 Lehreinheiten in ihren Verbänden zu absolvieren, um eine umfangreiche und grundlegende Ausbildung zu garantieren. Am Ende des Diplomstudiengangs kommt es für die Teilnehmer dann knüppeldick. 3 Monate werden sie über die Inhalte geprüft und müssen eine wissenschaftliche Arbeit verfassen. Darauf freut sich auch schon Patrick Femerling. Einmal kurz zurück noch zur Trainerakademie. Am Ende stehen ja, wie bei jeder Ausbildung, Prüfungen an, unter anderem mündliche Prüfung und eine Studienarbeit. Du bist sehr weit weg von Studium oder Schule. Wie gehst du das an dann? Wie stellst du dir das vor, wie das funktionieren wird? Das wird eine interessante Sache. Also es ist bei mir schon eine Weile her, dass ich in der Schule war und dass ich studiert habe. Insofern muss man sich, glaube ich, nochmal drauf einlassen. Ist genauso eine Umstellung wie wenn hier, wenn man sich 8 Stunden hinsetzt und lernt und versucht, Informationen aufzunehmen und die auch umzusetzen, wird das nochmal eine Umstellung mit dem Lernen für Prüfungen. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass ich mich eine Stunde lang konzentrieren kann, um ein bisschen was zu lernen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erst einmal gilt es, sich an den Rhythmus des Studiums zu gewöhnen und die anderen Studenten besser kennenzulernen. Nicht nur die Jungs und Mädels aus der letzten Reihe haben sich an den langen Schlags bereits gewöhnt. Übrigens, warum eigentlich die letzte Reihe? Er ist ein ausgezeichneter Student, sitzt hinten, damit er nicht den anderen die Sicht versperrt. Nett formuliert. Insgesamt scheint die Chemie unter den Studenten sehr gut zu sein. Trotz oder besonders wegen der verschiedenen sportlichen Hintergründe und Karrieren. Martin Schmidt, Skisprung-Olympiasieger, versteht sich jedenfalls ausgezeichnet mit seinen Banknachbarn. Martin Schmidt, Sie sitzen beim Trainerlehrgang neben Patrick Femerling. Wie ist das so? Tauscht man sich auch mal aus? Wie kommt ein Skispringer mit einem Basketballer klar? Ja, kommt schon gut klar. Also, ist auch ganz interessant. Patrick ist einzigster Mannschaftssportler bei uns und ist für uns schon interessant, auch mal in dem Bereich einen Einblick zu bekommen. Und ansonsten sehr kollegiales Verhältnis und ja, also bereichert unsere Gruppe auf jeden Fall. Um die Teilnehmer bei Laune zu halten, wird auch an kulinarischen Köstlichkeiten nicht gespart. Unimensa steht auf dem Programm. Und wer ein echter Sportler ist, verkneift sich auch schon mal das Frontcooking und greift lieber zum Salat. Vorbildlich, Patrick.
So gestärkt kann man dann auch locker 8 Stunden die Füße stillhalten und den Vorträgen lauschen. Irgendwann geht schließlich auch der längste Unitag vorbei.